Hallo, schön, dass du dir dieses Video jetzt anschaust. Wir von der Firma Schomburg wollen dir heute bei bestem Wetter unsere neueste Entwicklung vorstellen. Aquafin RB400. Aquafin steht seit über 50 Jahren in Deutschland für qualitativ hochwertige Bauwerksabdichtung. Und was du mit diesem tollen Produkt in dem blauen Eimer alles anstellen kannst, das zeige ich dir da unten. Los, komm mit! Und schon befinden wir uns am Ort des Geschehens. Wir dichten heute mit Aquafin RB400 diese beiden Betonwände hier ab. Vor allem der Vorteil reaktive Trocknung kommt heute zur Geltung. Wir haben hier nur 7 Grad Oberflächentemperatur und 10 Grad Außentemperatur, ist ein bisschen frisch. Aber trotzdem können wir nach 3 Stunden weiterarbeiten. Wir haben noch weitere Vorteile, wie zum Beispiel geringen Trocknungsverlust oder auch die flexible Verarbeitbarkeit. Das alles kann ich euch aber nicht alleine zeigen. Genau dafür habe ich meine Kollegen dabei. Vorarbeiten sind natürlich auch schon so gut wie abgeschlossen. Wir haben zum einen die Wand hier mit Hochdruck Wasser gestrahlt, damit die ganzen Schalreste und alles weg sind. Und zum anderen haben wir mit unserem Asokrit M30 hier eine Dichtungskehle eingebaut. Diese Lunker hier verschließen wir gleich mit einer Kratzspachtelung. Das ist wichtig, damit uns da später keine Blase in die Abdichtung reindrückt. Es steht alles bereit, wir können loslegen. In dem Gebinde haben wir einmal das Pulver und unsere Dispersion. Und die beiden Sachen rühren wir jetzt hier drin an. Erst die Dispersion in den Eimer und dann das Pulver oben drauf. Drei Minuten rühren, 5 Minuten Reifezeit. Die Reifezeit ist wichtig. In der Reifezeit stellen sich die ganzen Produkteigenschaften ein, wie Konsistenz zum Beispiel. Danach nochmal kurz aufrühren und verarbeiten. Bei Kratzspachtelung hört man es richtig kratzen. Der Farbumschlag hier in das Dunkle zeigt mir, durchgetrocknet, ich kann weitermachen. Wir tragen jetzt die erste Lage auf. Dazu nutzen wir eine Zahnkelle, die Stege zuziehen und die erste Lage kann trocknen. Die erste Lage ist aufgetragen. Jetzt heißt es, circa 3 Stunden trocknen lassen, dann geht's weiter. Farbe und Daumen sagen, es ist getrocknet. Wir können die zweite Lage auftragen. Auf geht's. Die zweite Lage tragen wir jetzt mit Maschinentechnik auf. Hier. Hat den Vorteil, wir sind um einige schneller. Dazu brauchen wir den Kompressor. Der arbeitet mit 3 Bar Druck. Das reicht völlig aus. Die zweite Lage ist drauf. Jetzt heißt es Maschine reinigen, damit sie das nächste Mal wieder voll einsatzfähig ist. Eine Sache liegt uns als Hersteller von Abdichtungsprodukten noch am Herzen. Das Waschwasser nicht einfach auf der Baustelle entsorgen. Wieder in den Eimer zurück, Deckel drauf und fachgerecht entsorgen. Weitere 3 Stunden sind um. Die zweite Lage, Aquafin RB400, ist getrocknet. Weitere Arbeiten können erfolgen und dem Baufortschritt steht nichts im Wege.